Hallöchen, hier ist Ripper van Beer und das Jahr neigt sich dem Ende, den Göttern sei Dank. Und wie auch im letzten Jahr widme ich mich nun einmal ein paar Wintergestalten bzw. Winter- oder Weihnachtsbräuchen aus anderen Regionen der Welt. Bevor ich jetzt aber anfange zu erzählen, erstmal ganz großes Danke für 20 Abonnenten. Das ist wirklich toll. Immer wenn ich sehe, dass ein Abonnent dazugekommen ist, freue ich mich riesig. Ja, und deshalb, ja, Dankeschön. So, genug gerumgeschwafelt. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Wir beginnen im Süden Deutschlands an der bayerischen Grenze zu Österreich. Denn dort, in den dunklen Nächten, zwischen Weihnachten und dem Tag der Heiligen Drei Könige, soll die Frau Perchta ihr Unwesen treiben. Sie wird beschrieben als ein altes Weib mit zottigen Haaren und großer Hakennase. Aber das Körpermerkmal, was wohl am meisten hervorsticht, ist ein klumpiger Gänse- oder Entenfuß, der statt eines normalen Menschenfußes an ihrem Bein vorhanden ist. Die Perchta, wie sie auch genannt wird, ist so die typische Wintergestalt für kleine Kinder. Sie beglückt die fleißigen und frommen Kinder und straft diejenigen, die das Jahr über frech und böse waren. Klingt ja fast wie die Frau Holle. Und das liegt daran, dass die Frau Perchta nichts weiter ist als eine weitere Überlieferung der Holle oder Hulda, welche ihren Ursprung in der alten mitteleuropäischen Mythologie hat. Und apropos faule Kinder strafen, man kennt ja die alten Standardmethoden. Auspeitschen, in den Sack stecken oder auffressen. Tja, wenn ihr am Abend des Perchtages, also dem 6. Januar, nicht dem alten Brauch folgt und statt Brei und Fisch lieber etwas anderes zu euch nehmt, dann kommt die alte Perchta an, hackt euch den Bauch auf, nimmt das Essen, welches ihr gerade noch gegessen habt, aus eurem aufgeschlitzten Magen, stopft diesen dann mit Steinen oder Holzspänen und näht euch dann wieder fein säuberlich mit einem Pflug und einer Eisenkette zusammen. Ach so, und ihr Atem kann einen blind machen. Nur mal so am Rande. So, jetzt aber raus aus Deutschland und auf nach Island, denn was wäre ein Video über winterliche Folkloregestalten ohne die isländische Sagenwelt? Dort ab dem 12. Dezember kommen nämlich die sogenannten Weihnachtsgesellen aus den Bergen zu den Menschen. Und ich benutze hier nur die ins Deutsche übersetzten Namen, da mir bei der isländischen Aussprache dieser eventuell die Zunge brechen würde. Es beginnt also am 12. Dezember, wenn der erste der Gesellen zu den Menschen kommt. Und das ist der Pferchpfosten. Der macht es sich zur Aufgabe, in euren Schafstall einzubrechen, nur um dann dort die Milch eurer Mutterschafe zu stehlen. Ja, man kennt's. Am 13. Dezember kommt dann noch der Schluchtenkobold dazu. Der bricht auch wieder in den Stall ein, diesmal aber in den Kuhstall, und fischt den ganzen Milchschaum aus euren Milchkannen. Am 14. Dezember kommt dann der Knirps, der Kleine, und der liebt es über alles, angebrannte Reste aus euren Pfannen zu fressen. Darauf folgt dann am 15. Dezember der werte Herr Kochlöffellecker. Und ich glaube mal, diesen Namen brauche ich nicht weiter erläutern, der ist schon recht selbsterklärend. Und darauf am 16. Dezember kommt der werte Herr Topfschaber. Und der liebt es über alles, sämtliche Kochtöpfe einfach mal leer zu lecken. Darauf folgt dann am 17. Dezember der werte Essnapflecker. Den brauche ich auch nicht erklären. Der tut halt eure gesamten Essnäpfe stibitzen und die allesamt ausschlabbern. Nach ihm, am 18. Dezember, kommt dann der Türzuschläger, den ich auch nicht erläutern muss, weil der Name ist selbsterklärend. Der findet es halt richtig geil, die Türen zuzuschlagen und richtig viel Lärm zu machen. Dann am 19. Dezember kommt der werte Quarkgierschlund. Und der findet es richtig toll, euren gesamten Magermilchquark aufzufuttern. Oder wie er in Island genannt wird, Skyr. Und es geht weiter, am 20. Dezember kommt der Wurststibitzer. Und der klaut euch sämtliche geräucherte Würste aus euren Räucherkammern. Das ist ja das Richtige für mich. Gefolgt wird dieser dann am 21. Dezember vom Fensterglotzer. Und den brauche ich, denke ich mal, auch nicht weiter erläutern. Das ist halt ein kleiner Kobold, der guckt bei euch durchs Fenster durch und, ja, stalkt euch. Juhu. Und es wird nicht besser, denn am 22. Dezember kommt der Türschlitzschnüffler. Also der kommt an und schnüffelt euch an den Türschlitzen lang. Juhu. Dieser wird dann gefolgt am 23. Dezember vom Fleischkraller.
Was der macht, brauche ich eventuell auch nicht mal zu erläutern. Der will einfach nur das fetteste Stück von eurem Weihnachtsbraten abhaben. Und letztendlich am 24. Dezember kommt der Kerzenschnorrer. Und der klaut euch euren gesamten Kerzenvorrat. Jeder einzelne der Gesellen bleibt circa 12 Tage bei den Menschen. Und das Ganze zieht sich circa bis zum 6. Januar, bis dann endlich der letzte der Gesellen die Menschen verlassen hat und zurück in die Berge geht. Und da bin ich wirklich froh, dass ich nicht in Island lebe. Wurststiebitzer! Das würde bei mir zu einer Prügelei ausarten. Niemand! Ich sage niemand! Nimmt Ritter von Bier seine Räucherwürstchen weg. So, wir verlassen jetzt Island und gehen in Richtung Südengland. In die Gegend von Wales, denn das Beste kommt zum Schluss. Und was ist das Beste? Marie Louise. Oder auch der geilste Winterbrauch, von dem ich jemals gehört habe. Aber was ist denn nun Marie Louise? Es handelt sich dabei um einen Brauch, welcher in der Zeit nach Weihnachten bis Ende Januar zelebriert wird. Dabei wird ein Pferdeschädel auf einen Stock gesteckt, mit einem Tuch und allerlei Bändern sowie verschiedenen mythischen Symbolen geschmückt und dann durch die Straßen getragen. In den meisten Fällen wird noch eine Art Hebel am Pferdeschädel angebracht, sodass man den Unterkiefer nach oben und nach unten klappen kann und somit nach vorbeilaufenden Passanten oder Kindern zu schnappen. Aber das ist nicht der einzige Grund, weshalb Marie Louise einen beweglichen Unterkiefer benötigt. Denn das Viech singt. Es kommt zu eurem Haus, stellt sich vor eure Tür und singt euch im Reimschema ein Lied vor, in welchem es darum geht, dass es doch so gerne in euer Heim hinein will. Und ihr müsst dann mit einem Lied antworten, welches gute Gründe beinhalten muss, warum Marie Louise eben nicht ins Haus hinein darf. Schafft ihr es, Marie Louise zu überzeugen, dass sie nicht hinein darf, dann verabschiedet sie sich und geht weiter. Aber solltet ihr keine guten Gründe in eurem Lied nennen können, dann kommt Marie Louise zu euch in die Bude, plündert eure Kleiderschränke, frisst euch eure Speisekammer leer und das Schlimmste, säuft euren gesamten Biervorrat aus, nur um dann das Haus zu verlassen und weiterzuziehen. Grob zusammengefasst heißt das also, in Wales ist es normal, nach Weihnachten gegen einen Pferdeschädel ein Rap-Battle zu führen und dann damit rechnen zu müssen, dass ihr bald weder Lebensmittel, noch Klamotten, noch Bier vorrätig habt. Vollkommen normal. Und damit sind wir auch schon am Ende. Ja, ich wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit und in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage Tüdelü.